Unter dem Kreuz in der Kirche zu Nau bereitet man sich darauf vor, einem der dunklen Kapitel der Schweizer Geschichte zu gedenken. Der Verdinking. In diesem Jahr gedenken rund die Hälfte der Berner Gemeinden diesen schlimmen Zeiten. Es ist für die meisten von ihnen ein echter Beitrag zum Heilungsprozess. Ich hoffe es einmal. Wegen dieser Hoffnung machen wir die Veranstaltung. Zwischen 1870 und 1980 sollen in der Schweiz über 100'000 Kinder aus ihren Familien gerissen und in Heim- oder Pflegefamilien untergebracht worden sein. Zum Teil sind sie quasi zu Sklaven gemacht worden. Das war vielmals bei der Bauernfamilie auf dem Land so. Zunächst habe ich meine Eltern darüber reden gehört, dass sie Kinder gekannt haben, die hier untergebracht worden sind. Das hat es auch auf dem Plateau de Diez gegeben. Eine Ausstellung zum Gedenken an die Kinder an einem heiligen Ort hat eine starke Bedeutung. Die katholische und reformierte Kirche haben entweder die Augen verschlossen oder sich sogar am Elend der Kinder beteiligt. Michel Catin hat das selber erlebt. Der liebe Pfarrer war sich nicht schade, einen lügnerischen Dorfklatsch über mich zu erzählen. Das hat in mir ein Gefühl von tiefer Ungerechtigkeit ausgelöst. Was waren das für Sachen? Dass ich meine Großmutter körperlich angegriffen hätte. Michel Catin ist mit seinen Problemen allein gelassen worden. Die Erwachsenen haben sich von ihm abgewendet. Niemand war da, um mir zu erklären, was passiert ist. Ich bin mitten in den Erwachsenen, die ich nicht verstanden habe, gefangen war und habe mich viel einsam und traurig gefühlt. Ich verstehe nicht. Ich ressentais beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse. Von den religiösen Autoritäten wollte Michel Catin trotz einem Entschuldigungsschreiben nicht mehr wissen. In den letzten Jahren haben die reformierte und katholische Kirche daran gearbeitet, die Wahrheit wieder richtig zu stellen. Il me semble que dans une église, c'est le lieu précisément idéal. Ich glaube, die Kirche ist der richtige Ort, insofern man überhaupt von einem richtigen Ort reden kann, um über die Ungerechtigkeit zu berichten und zu versuchen, den Menschen, die so lange vernachlässigt worden sind, wieder einen Wert zu verleihen. Alle Wunden heilt das aber nicht. Ein Teil der Verdingkinder leiden beispielsweise an psychischen Störungen oder sind im Alkohol verfallen. Der Michel Catin hat sich gut geschlagen und bereitet jetzt seine Rede vor, wo er den Vertreter der Bieler Politik vorträgt.